Hallo, in dem Video geht es um das Erstellen einer Gaube, also Modellieren einer Gaube. Und im Prinzip ist es wie das Zeichnen eines kleinen Hauses, allerdings eben nur von drei Seiten und mit einem Dach. Ja, ich wollte euch zeigen, wie wir solche Gauben erstellen können, dieser Art als Tonnendach oder als Schlepp Dach und ich wechsle jetzt mal ein anderes Projekt. Ich mache das hier mal zu. Hier sehen wir einen kleinen Grundriss mit Dach und die Vorbereitung für die Gaube besteht aus Referenzebenen. Also ich zeichne ein paar Referenzebenen, um die Lage der Gaube dadurch vorweg schon einen Grundriss klar zu machen. Das ist jetzt eine beliebige Position, die wir durch genaueres Bemaßen auch weiter bestimmen könnten. Hier soll also dann die Vorderseite der Gaube sein und das sind die beiden Seitenwände, Außenkante. Ich werde diese Ebene benennen. Das werden wir gleich noch sehen, aus welchem Grund. Und dann können wir eigentlich auch schon die Wände zeichnen, die Außenwände der Gaube. Ich nehme jetzt mal eine einschalige Wand. Und zeichne diese Wände so hier an meinen Referenzebenen entlang. Auswahl mit der Tab-Taste betrachten wir einmal die Höhe der Wände. Die sollen also bei Ebene 1 beginnen und bis Ebene 2 reichen. So, dann sehen wir diese Wände, die hier auf zwischen Ebene 1 und 2 sich befinden. Wenn wir die Westansicht uns mal angucken. Also hier ist Ebene 1, hier ist Ebene 2 und dazwischen befinden sich diese Wände. So, das ist die erste Phase, also Wände erstellen. Und wir können auf diese Wände jetzt das Gaubendach zeichnen. Entweder als Dach über Grundfläche. Nehmen wir mal diese Variante an, Dach über Grundfläche. Also wie auch sonst bei einem Dach über Grundfläche, ich rufe den Befehl auf, ich wähle die Ebene aus, Ebene 2. Ich entscheide mich jetzt hier für so ein sehr dünnes Dach. Und Wände auswählen mit Neigung und Dachüberstand, wie wir das haben wollen. Also bestimmt Neigung, wenn ich jetzt ein Satteldach erzeugen will. Wäre links und rechts die Neigung und hier an der Vorderseite keine Neigung, dann käme hier der Giebel hin. Bei einem Schleppdach werden die beiden Seiten hier ohne Neigung sein und stattdessen haben wir hier eine Dachneigung. Also es ist ja ein Pultdach letztendlich, ne? Ein Schleppdach. Die vierte Seite von diesem Dach, die zeichne ich einfach als weitere Linie noch ein. Und wo sich diese vierte Seite befindet, ist im Prinzip nebensächlich. Fertigstellen des Dach. So, die Dachneigung könnte noch etwas geringer werden. Also ich nehme jetzt mal nur 25 Grad Dachneigung. Ja, und jetzt liegt über den drei Wänden ein Dach. Die Traufform wähle ich jetzt hier mal der ja, auch ähnlich wie beim Hauptdach hier diese Traufform vertikal.
Jetzt kommen Schritte, die jetzt speziell für das Dach gelten. Also das Dach der Gaube soll jetzt mit dem Hauptdach verschnitten werden. Und diesen Befehl finden wir im Register ändern. Der Befehl heißt Dach verbinden. Also wie in dem kleinen Video schon zu sehen, klickt man zuerst auf die Kante des Gaubendachs, auf die hintere Kante und dann auf die Fläche des Hauptdaches. Und somit habe ich die beiden Dächer verbunden. Der nächste Schritt wäre, ich wähle die drei Wände aus. Dafür ist die Kettenauswahl gut geeignet und diese drei Wände sollen jetzt fixiert werden. In der Regel fixieren wir die Oberkante von Wänden. Das gilt auch hier. Ich werde also die Oberkante dieser drei Wände an dem Gaubendach fixieren. Wir sehen, die drei Wände sind immer noch markiert und wir können nochmals fixieren. Diesmal aber beachtet bitte hier die Optionsleiste. Diesmal wählen wir die Unterkante aus. Also die Unterkante der Wände werden fixiert am Hauptdach. Jetzt blende ich mal alles andere aus oder zumindest mal hier diese drei Elemente werden temporär ausgeblendet. Und wir sehen, die Gaubenwände sind jetzt zurechtgeschnitten durch das Fixieren. Die Gaubenwände sind oben fixiert am Gaubendach und unten am Hauptdach. Die temporäre Ausblendung setze ich wieder zurück. Was jetzt noch fehlt, ist die Aussparung im Hauptdach. Hier ist noch keine Aussparung drin. Hier geht es jetzt um den Befehl Registerarchitektur Gaube oder Dachöffnung, was wir hier auch lesen können. Und bei diesem Befehl wird zuerst gefragt, welches Dach, also es geht um das Hauptdach, darin soll ja jetzt eine Aussparung entstehen. Und jetzt werde ich aufgefordert, die Flächen der Wände oder des Daches zu markieren. Und das gelingt mir in diesem Modus jetzt nicht wirklich gut. Es ist hier ratsam, in den Bildstil-Drahtmodell zu wechseln. So, der Befehl läuft immer noch und Dach oder Wandkanten sind jetzt hier zu wählen. Und ich wähle hier auf der Innenseite dieser Gaube die drei Wände aus. Die Innenflächen der Wände. Und auch die Innenfläche oder die untere Fläche des Gaubendaches. Also wir müssen hier drauf achten, dass wir die Flächen auswählen. Nicht das Gaubendach, sondern die Fläche. So wäre die Vorauswahl. Diese grüne Kontur ist ja die Vorauswahl. Und die wäre jetzt in Ordnung. Ich klicke also jetzt mit der linken Maustaste, um diese Fläche zu wählen. Und wir sehen jetzt, dass die vier Seiten alle gewählt sind. Wir sollten hier überhaupt nicht daran denken, dass wir jetzt trimmen hier. Diese Überstände, die müssen wir so stehen lassen. Also trimmen kommt hier nicht in Frage, sondern einfach direkt den Bearbeitungsmodus beenden. Und ich kann dann auch wieder den Bildstil wechseln. So, wir sehen, dass dieses Hauptdach jetzt eine Aussparung bekommen hat. Machen wir noch als zweite Variante eine Tonnendachgaube zum Beispiel, also ein Dach über Extrusion. Ich werde hier wieder Referenzebenen zeichnen oder wir kopieren diese beiden Ebenen einfach mal rüber. Und die andere Ebene, die werde ich hier einfach mal verlängern. Ja, dass die Ebene benannt ist, das hatte jetzt bei dem ersten Beispiel noch gar keine Bedeutung, aber bei dem zweiten Beispiel mit einem Dach über Extrusion wird das jetzt gleich eine Rolle spielen. Ich beginne aber erst wieder mit dem Zeichnen der Wände im Grundriss. Übrigens, wie lang die Wand jetzt hier auf der hinteren Seite ist,
Das kann von vornherein nicht immer schon abgesehen werden. Man muss eventuell die Länge noch anpassen, dieser drei Wände, oder besser gesagt der beiden Wände hier links und rechts. Ich werde jetzt wieder die Höhe dieser drei Wände korrigieren oder verändern, genau wie bei dem ersten Beispiel. Und hier sehen wir, wie sie hier aus dem Dach rausschauen. So, und jetzt kommt das Dach. Und dafür wechsle ich in die entsprechende Ansicht. Hier ist die Südseite, also ich wechsle auf die Südseite oder die Südansicht und möchte jetzt ein Dach über Extrusion erstellen. Dach über Extrusion. Hier gilt es ja erstmal die Arbeitsebene zu wählen. Und jetzt seht ihr, warum ich vorher die Referenzebene benannt habe, damit sie hier zur Auswahl steht. Also die Referenzebene wird jetzt zur Arbeitsebene. Oder besser gesagt, die Arbeitsebene wird erstellt an der Position der Referenzebene Vorderkante Gaube, die wir ja im Grundriss eben noch gesehen haben. Hier geht es jetzt um die Höhe des Daches. Ebene 2 wäre passend. Und schon bin ich im Skizziermodus und kann meinen Bogen für das Tonnendach skizzieren. Zum Beispiel Anfang-Ende-Radiusbogen. Nehmen wir mal an, dass der Bogen hier beginnt und dort endet und eine Stichhöhe hat, die ich jetzt freihand so gestalte, wie es ungefähr aussehen soll. Also die Skizze meines Tonnendaches ist fertig. Ich wechsle mal in die 3D-Ansicht. Da sehen wir die Position der Skizze auch schön. Und mit dem grünen Haken abschließen. Auch hier sehen wir jetzt, dass das Dach von der Länge noch nicht passt. Und jetzt kommen wieder die gleichen Schritte wie vorher schon. Der Befehl Dach verbinden. Wo haben wir den? Register ändern. Also hier ist der Befehl Dach verbinden. Hintere Kante des Gaubendaches und Fläche des Hauptdaches wählen. Dann die Fixierung der drei Wände. Und nochmals fixieren, diesmal aber die Unterkante am Hauptdach. Und der vorerst letzte Schritt ist wieder der Befehl Gaube, respektive Dachöffnung, mit dem ich zuerst das Dach markiere und anschließend wieder zur Auswahl der Wände komme. Und dabei werde ich jetzt wieder in den Bildstil-Drahtmodell wechseln. Hier, ich finde, es hilft dann auch, das Modell ein bisschen zu drehen, damit man sich nochmal vergewissern kann, wo die entsprechenden Kanten sind, weil das doch ein bisschen undeutlich hier zu erkennen ist. So, hier haben wir jetzt so ein Problem, dass der Bogen, den ich hier ja, erzeugt habe durch Anklicken der Fläche, auf der falschen Seite liegt und ich werde jetzt diesen Bogen oder diesen Griff ziehen. Sodass das hier auch tatsächlich eine geschlossene Kontur ergibt, aber nicht trimmen, wie gesagt. Und wechseln in den Bildstil verdeckt. Ja, die beiden Gauben stehen jetzt hier auf dem Dach. Man könnte natürlich jetzt noch Fenster einsetzen in diese Wände, sollte allerdings etwas kleiner sein, das Fenster. Weil es doch recht kleine Gauben sind.
Und die exakte Position des Fensters können wir auch in der Südansicht dann noch steuern. Hier liegen sie jetzt erstmal verkehrt herum. Mit der Leertaste umkehren. Ja, und wie gesagt, in der Südansicht ließe sich das Fenster dann nochmals etwas präziser einstellen. Ich kann auch den Ebenenbezug hier wechseln. Ebene 2, Brüstungshöhe. Ne, wir sind, bleiben schon auf Ebene 1, das ist hier doch günstiger. Ebene 2 ist dann zu hoch, also Ebene 1 wäre hier dann doch geeignet. Es gibt noch eine ganz andere Methode, wie wir Gauben platzieren können. Also fertige Gaubenfamilien, die als Bauteil platziert werden können. Befehl Bauteil. Okay, die habe ich jetzt hier gar nicht geladen. Ich zeige euch das noch schnell an dem anderen Projekt, weil ich den Pfad der Familie jetzt nicht im Kopf habe. Und hier sehen wir das erste Beispiel. Hier auf der Rückseite seht ihr so eine Schleppgaube, die jetzt einfach platziert wurde auf dem Dach. Also eine Familie, die so fix und fertig ist. Ich zeige euch das nochmal. Das ist jetzt eine andere Variante. Also dieses Bauteil ist eine Familie, die so schon fertig ist und dann einfach auf dem Hauptdach platziert werden kann. Und hier ist jetzt die Freiheit in der Gestaltung eben nicht so groß. Wir können ein paar Parameter verändern in dieser Familie. Breite, Höhe, und so weiter, und aber nicht grundsätzlich die Form frei bestimmen. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.